Hey ho, was geht ab und herzlich willkommen zu einem kleinen Zwischenstand von Factorio. Ja, die ersten vier Folgen sind soweit hochgeladen und ich habe mir gedacht, ich zeige euch mal, wie weit wir aktuell sind. Aus dem einfachen Grunde, weil wir in der Zwischenzeit ja munter fleißig weitergespielt haben und uns da ein bisschen was passiert ist. Also, um den ganz langweiligen Part mal ein bisschen auszumerzen. Wir haben uns da schon ein kleines bisschen ausgeweitet. Ja, das ist nur so ein kleines bisschen, so ein klein Müh. Wir haben jetzt die letzten 4 Tage wirklich Vollgas gegeben. Ah, oben rechts in der Ecke auf der Karte seht ihr auch Istra. Der steht hier noch ein bisschen AFK rum, aus dem einfachen Grunde, damit sich die Kisten weiterfüllen, während wir nicht anwesend sind. Und so, ich lande hier mal und zeige erstmal die Draufsicht so ein bisschen. Ich zeige das gleich noch im Detail ein bisschen besser. Aber hier, muss ich noch mal weiter reinzoomen, ja hier. Hier, das ist ja unsere Ausgangsinsel. Hier haben wir gestartet. Ah, hier sieht man noch so die ersten, okay, von den ersten Produktionen ist nicht mehr ganz so viel übrig, aber hier sieht man noch so die ersten Öfen, die wir gestellt hatten. Forschung haben wir auch extremst erweitert, also wirklich extremst erweitert. Es ist noch Luft nach oben, gar keine Frage, aber man muss ja die Ressourcen nachkriegen, was in Verbindung von Krastorio und SpaceX überhaupt nicht einfach ist. Muss man ganz klar sagen. Es gibt zwar die Möglichkeit, sich Ressourcen nachzugeben über die Dark Matter Replikatoren. Ja, das ist kein Ding, das kann man machen. Aber die Dinger sind ja auch nicht die schnellsten. So, und das ganze Verarbeiten von den Materialien. Das ist so viele Ressourcen, so dermaßen viele Ressourcen. Also es ist schon krass. Wie gesagt, wir sind jetzt 4 Tage hier im Gange. Ne? Und das ist jetzt quasi so das, was wir hier umgebaut haben. Hier vorne zu dem Abschnitt komme ich gleich noch zu. Den haben Istra und ich soweit fertig gemacht. Er hat euch sogar ein Herz da gelassen. Genau. Hier unten werden auch Ressourcen ohne Ende verarbeitet, damit wir hier halt Schaltkreise nachkriegen, die wir brauchen für die Forschung. Ne, für die Forschung und für die ganzen Materialien zum Herstellen. Da fliegt er dahin, auf Wiedersehen. Hier in dem Abschnitt soweit wird jede Menge Sand hergestellt. Aber jede Menge Sand. Ja, der geht dann halt hier zum Landfill. Da ist die Kiste auch mit 14K voll. Wir haben sie zwischendurch immer wieder geleert, um das Land halt zu erweitern. So, aber Snowy ist ja auch mit am Start. Grüße gehen raus. Und wir lassen ihm jetzt die Kiste hier erstmal. Die lassen wir volllaufen, damit er sein Landfill auch benutzen kann. Dann geht das hier weiter. Hier kann ich auch rüberrennen. Ja. So. Hier wird Holz produziert. Holz brauchen wir wiederum auch. Für alles Mögliche an Forschung. Läuft denn hier so rüber? Lalalala. Jetzt neu gebaut, die Anlagen. Und wir brauchen Holz und Kupferkabel, um dann dementsprechend grüne Schaltkreise herzustellen. Brauchen wir wiederum auch für grüne Forschung. Wer hätte es gedacht? Für Forschung? Warum auch nicht? Forschung machen wir aktuell keine, komme ich gleich zu, warum. Und summa summarum sind wir jetzt bis zur blauen Forschung vorangeschnitten. Jetzt komme ich auch dazu, warum ich sagte, hier, pass auf, komme ich gleich zu. Jetzt brauchen wir die Technologiekarten für Raketen. Jetzt kommt's. Technologiekarten für Raketen, da sitzen wir gerade dran, damit ihr mal so ein bisschen auf den aktuelleren Stand kommt. Was braucht das Ganze denn? Damit man mal ein Gefühl dafür kriegt, was für Ressourcen wir hier verpulvern. Satellitentelemetrie, leere Technologiekarten, ein Tempomodul und ein Lichtbogenofen. Leere Technologiekarten, nicht das Problem. Snowy stellt schon welche her. Ja, die Anlage könnte ich entweder A kopieren und rübersetzen. Ja, oder B, ich baue sie nochmal neu auf. Oder C, ich lege ein Förderband rüber. Das wäre nicht das Ding. Tempomodul, auch nicht das Problem. Dauert nur arschlange die Herstellung. Braucht halt elektronische Schaltkreise, elektronische Bauteile, Festbrennstoff. Ja, Lichtbogenofen. Ich versuche mich hervorzudrücken, dass ich den Scheiß automatisieren muss, aber ich werde wahrscheinlich nicht drum rumkommen. Das heißt, ich muss Stahlplatten herstellen, Hitzeschilde herstellen, Hochöfen herstellen, Schaltkreise herstellen. Oder wir besser gesagt. Dafür brauchen wir Schwefel. Yay! Das wird auch noch ein Spaß.
Und dann kommt das Beste. Ja. Satellitentelemetrie. Ja, wie kriegt man in diesem Spiel denn bitte schön Satellitentelemetrie? Wie kriegt man das? Ergebnis eines Raketenstarts 100 Satellitentelemetrie. Bedeutet, ich schicke eine Rakete nach oben, kriege dafür 100 Satellitentelemetrie. Bedeutet, ich kriege... Bomb, bomb. 100 Forschungspunkte. Geil, ne? Im Umkehrschluss bedeutet das, wir müssen jetzt zusehen, dass wir Raketen nach oben schießen, mit Satelliten drauf, damit wir die Telemetriedaten kriegen, damit wir weitermachen können. Geil. Das heißt, wir sind jetzt drauf und dran, die nächsten Raketen zu starten, beziehungsweise die ersten Raketen zu starten. Dafür müssen wir aber Produktion machen. Dafür müssen wir aber auf jeden Fall Produktion machen. So, ich habe da auch schon mal ein bisschen was vorbereitet. So, hier laufen momentan 8 Bells lang von Kupfer. 8 Bells Eisen. Die laufen jetzt in die Richtung. Wir haben einen immensen Pufferspeicher. Ja, den habe ich extra angelegt. Ich meine, einer fast 50k. Ja, 51k, sagen wir 50k. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das sollte erstmal reichen. So 300.000, 600.000 von beiden sollte erstmal reichen. Die rechne ich nicht mit, weil die sind nicht 100% voll, weil da vorne ja auch immer was rausgeht. Weil das war da drüben mit eingespeist. So, da ist Istra. Moin. Grüße gehen raus. Wenn du das hier siehst, Daumen nach oben. Dann kommen wir zur kleinen Schmelzanlage. So, hier haben wir eine kleine Schmelzanlage für Eisen und Kupfer. Bei Totolithof noch klein. Die kann ich noch bedenkenlos erweitern. Das Ding ist, ich muss gleich erstmal, zeige ich euch auch gleich noch, den Ressourceninput noch ein bisschen erweitern. So, wie gesagt, hier verarbeiten wir dementsprechend im großen Stil Eisen und Kupfer. Hier stelle ich Lenfel her, da verarbeite ich Steine. Ups, wo sind sie dann? Ach nee, Korrektur, Edelmetalle. Erst hatte ich die auf 4 Belts aufgeteilt, aber es reicht, wenn es auf ein Belt ist, weil aus 50 seltenen Metallen kriege ich einmal Landaufschüttung. Ich hatte das vorher auf 4 Maschinen bzw. 5 Maschinen verteilt, weil ich dachte, das geht schneller. Tut's nicht, weil 5 Maschinen brauchen 5-mal so lange, um voll zu werden. Leuchtet ja ein, hat aber einen Moment gedauert, bis ich hintergestiegen bin. Na, learning by doing. Ich habe die Mods, wie gesagt, noch nie vorher gespielt und da prasselt so viel auf einen ein, dass man sich da selber erstmal reinfuchsen muss. So, deswegen, wie gesagt, die ersten 4 Folgen habe ich ja noch relativ wenig gemacht. So, hier habe ich jetzt angefangen, Gas zu geben. Deswegen bringe ich euch jetzt auch auf den neuesten Stand, damit ihr seht, okay, alles klar, hier, pass auf, da ist schon was passiert. Und wenn ich dann danach weitermache mit Istra und Snowy und Zachary, dass ihr auch wisst, okay, alles klar, pass auf dem Stand sind wir. Deswegen mache ich das Ganze. Hier wird Brennstoff hergestellt. Ja, beziehungsweise Kraftstoff. Apropos Kraftstoff, wie viel habe ich noch im Inventar? Ich fliege hier die ganze Woche fröhlich rum. Ach, easy. Genau, hier wird Kraftstoff hergestellt. Das läuft auch alles nach links rüber. Na, über ein extra Belt. Hier Lenfel. Wir brauchen, dadurch, dass wir eine Inselwelt spielen, ja, brauchen wir sehr viel Landaufschüttung. Und zwar viel, 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 viel. So. Hier in dem Bereich von dieser Insel, die haben wir gecleared. Ja, die Insel hier ist gecleared und die Insel hier oben ist auch schon gecleared. Wir hatten ja Probleme mit den Beißern, da wurde immer gesagt, schafft man nicht, schafft man nicht, schafft man nicht. Easy. Ja, überhaupt kein Thema, 2 Leute rüber. Am Anfang haben wir diese Insel ja hier vorne nicht platt gekriegt. Das ist ja das, wo wir immer gescheitert sind, wo Snowy dann sagte, oh mein Gott, ne? Das hast du zu hart gemacht, das war zu schwer. Die habe ich mit Robotern zugespammt. Wir haben hier unten... sieht man jetzt nicht. Hier in dem Bereich ist noch eine Roboterproduktion, eine vollautomatisierte. Die stellt uns hier permanent Roboter her. Diese kleinen Anfangsroboter. Wo haben wir sie denn? Ja, wir haben mittlerweile so viel Forschung. Ein bisschen unübersichtlich. Ich muss mal suchen. Ihr habt sie wahrscheinlich schon gefunden. Wo sind die Roboter jetzt hin? Hallo? Roboter? Hallo? Wenn man mal einmal was zeigen will, ne? Oder schnell gehen soll. Hier oben. So, genau, Uhrwerk-Gewehrroboter. So, die haben wir am Anfang automatisiert. Und damit habe ich einfach die Insel zugespammt, so. Und dann bin ich losgerannt und draufschießen und draufschießen und Istra hat auch noch mitgeholfen und bin auch zwischendurch gestorben, hab mein Inventar verloren, gehört aber halt dazu, so ist das Spiel. Genau, die haben wir automatisiert, damit habe ich die Insel zugespammt. So funktioniert. Mittlerweile haben wir Schiffe,
Ja, hier haben wir Kanonenbötchen und Gatlingbötchen. Oh. Wir haben auch schon die ersten Flugzeuge. Damit ist Istra unterwegs. Ja, weil das einfach schneller geht, von den Inselgruppen hier mit Flugzeugen hin und her zu kommen. Hier unten stehen auch noch welche. Genau, das zu den Transportmitteln. Wie gesagt, die Insel hier haben wir auch geklärt. Die ist mit Landmasse zugeschüttet. Hier kommt die Abschussbasis hin. Deswegen habe ich mein Inventar auch schon voll mit diesem Beton mit Warnmarkierung. Weil hier vorne, wo die Abschussbahn hinkommt, da werde ich einen Bereich einmarkieren mit diesem Betonzeugs, damit man weiß, okay, pass auf, da soll das hin. Und rundherum bauen wir dann Produktion auf. Das im Prinzip nur noch Förderbänder in die Mitte laufen. Mit den fertigen produzierten Materialien, die gebraucht werden. Am besten natürlich, ne? Im äußeren Kreis anfangen und dann in die Mitte arbeiten. Dass wir da wirklich nur noch die Satelliten herstellen und die nach oben ballern müssen dann. Genau, das ist jetzt der aktuelle Planus zum Thema Forschung. Kommen wir ja sowieso nicht weiter. Wie gesagt, uns fehlen die gelben Karten. Da müssen wir halt dann dementsprechend dran arbeiten, damit wir auch Logistiknetze kriegen. Ja. Weil die Logistiknetze sind nämlich ganz lieb und lecker. Logistiksystem ist nicht verfügbar. Allerdings kriegen wir hier die Anbieterkisten. Ja. Weil ich habe hier keine Anbieterkisten drin. Ich habe hier keine Anbieterkisten drin. Anbieter-Anfordererkisten meine ich. Also ich kann dem System zwar sagen, pass auf, ja, du stellst das dem System zur Verfügung, den Netzwerk für meine Bauroboter, ne? Also die Logistikroboter, den kann ich zwar sagen, hier sind Materialien, viel Spaß. Ich kann ihm aber nicht sagen, hier, pass auf, du ziehst jetzt bitte Materialien. Und das brauchen wir halt, um die Logistik voranzutreiben. Das können wir halt noch nicht bauen, keine Baufehlverantwortungskisten da. Die kriegen wir halt erst im späteren Verlauf, so wie es aussieht. Da ist sie. Hier, die brauchen wir. Die Anforderungskisten. Davon habe ich keine. Davon haben wir keine. Solange wir die nicht haben, können wir das ganze verdammte Logistiksystem und den Roboter nicht richtig verwenden. Und das nervt so ein bisschen. falls ihr da eine Alternative habt, schreibt die mal bitte in die Kommentare. Wie gesagt, wir spielen hier mit Krastorio und SpaceX und ja, wäre natürlich schon lecker, wenn es da noch eine Alternative gäbe. Vielleicht habe ich auch eine einfach nur übersehen und es gibt eine spezielle Mod, die das Ganze ein bisschen einfacher macht oder so. Brauchen wir später aber so oder so nicht mehr, weil wir machen den Kram jetzt auch fertig und dann sehen wir zu, dass wir den Kram durchforschen. Ansonsten Thema Forschung, ja. Ich sag mal so, wir spielen jetzt seit 4 Tagen. Das ist, was wir alles erforscht haben. Das ist, was wir noch alles erforschen müssen. Wir sind gerade mal bei 30% Forschung angefangen. Das sind ja nur die Oberpunkte. Das geht ja noch weiter runter, ne? Also, ist es noch genug zu tun? Ja, wie gesagt, ansonsten, ne, super schweres Modpack. Und von der Verarbeitung her, weil du brauchst auch tonnenweise an Ressourcen. Das ist auch nicht immer alles lecker. Warum habe ich so wenig Strom? Wieso haben wir so wenig Strom? Was soll das? Muss ich mich gleich mal schnell drum kümmern. Genau, zur Produktion. Wo kriegen wir unsere Ressourcen her? Jetzt muss es natürlich unbedingt Nacht werden. Ich habe hier einen riesen Kernbohrer. Hallo? Hier einen riesen Kernbohrer stehen. Dieser Kernbohrer produziert uns... Ups, kann ich es aufheben? Produziert uns Kernfragmente. Ja. Diese Kernfragmente wiederum werden in den Pulverisierer zermahlen und da kriegen wir dann dementsprechend ein paar Ressourcen raus. Na, 8 Eisenerz, aus 20 Kernfragmenten kriegen wir 8 Eisenerz, 8 Kupfer, 4 Kohle, 8 Stein, zu 32% Uranerz. Können wir natürlich noch nichts mit anfangen. Seltene Metalle, Tenemut, was wir wiederum brauchen für die Dark Matter Nummer. Rohöl, Mineralwasser, Wasser und Pyroflux. Pyroflux verbrennen wir, Mineralwasser verbrennen wir momentan. Rohöl und Wasser verwenden wir. Ja, da das läuft hier alles mit rein. Ne, für die Energieproduktion hier. Weil wir haben hier jede Menge Gaskraftwerke, die mich gesetzt haben, für überhaupt einen Puffer haben. War halt notwendig.
So, und warum? Aha. So, hier mangelt es an Wasser. Okay, dann müssen wir hier tatsächlich nochmal eine Pumpe mit zusetzen. So, damit wir erst mit Minus erstmal wieder rauskommen, weil ich muss den Stromzufuhr aufrechterhalten. Ah! Es hadert an der Grenze, Leute. Es hadert an der Grenze. Das heißt, ich stelle nebenbei nochmal schnell zwei davon her. Süß. Genau. Aber das ist jetzt auf jeden Fall erstmal aktuell der Planus. Raketenbasis fertig machen, Satelliten nach oben schießen, um die Forschung zu kriegen und die gelben Forschungsdinger zu automatisieren und ebenfalls rüberzuführen. Das wird noch äußerst interessant. Wie gesagt, das hier ist jetzt erstmal der Ausgangspunkt. Hier werden wir uns irgendwo hinsetzen, den ganzen Scheiß nach oben schießen. Metall und so weiter und so fort, also Eisenerz und so weiter, ignoriere ich jetzt erstmal weg. Ja, das ignoriere ich jetzt einmal bewusst weg. Wir kriegen ja genügend Eisenerz normalerweise nach und nicht, dass das halt wieder Stock läuft. Und ansonsten, ja, wie gesagt, viel zu tun, viel zu tun, viel zu tun. Stahl stellen wir hier oben auch her. Das ist halt, wir stellen die ganzen Grundressourcen erstmal her. Da haben wir überall Kisten dran, da hat Isra überall Kisten dran gesetzt, dass man sich den Kram zur Not nochmal schnell wegsenken kann und übers Inventar wirklich tonnenweise Sachen herstellen kann. Braucht man halt, ne? Braucht man halt. Wir brauchen jede Menge Zeug. So, hier sind die... Ah, gucke mal, die sind leer. Ja, genau, jetzt weiß ich auch, was los ist. Jetzt weiß ich auch überhaupt erst, was los ist. Kohleproduktion kommt nicht hinterher. Also, Plan B läuft. Ich stelle hier nämlich jede Menge von den Festbrennstoffen her. Damit füttere ich meine Anlage hier soweit. Die wir jetzt demnächst sowieso upgraden müssen. Ich denke mal, da werde ich eine separate Folge zu machen, wie ich den ganzen Kram hier upgrade. Weil wir die austauschen werden gegen Lichtbogenöfen. Dann haben wir nämlich noch ein Förderband, was rein muss und nicht mehr zwei. Und ansonsten, ja, wird es ab jetzt dann dementsprechend wieder zwischendurch mal eine Folge geben. Ich werde sie ab jetzt nicht mehr jeden Tag hochladen. Aus dem ganz einfachen Grunde, weil dann müsste jeder jeden Tag mindestens einer Zeit haben, um was aufzunehmen. Und das wäre auch für die Leute dann dementsprechend ein bisschen zu anstrengend. Und vor allen Dingen auch für euch zum Zuschauen aus dem einfachen Grunde, weil ihr müsst ja, die sollt ja auch ein bisschen was von Fortschritt sehen. Und nicht nur, wie wir da 20 Minuten hin und her rennen und gar nichts machen. Ja. Weil momentan, also die Mammutarbeit hat Isra in dem Moment gemacht, was die Landausschüttung betrifft, weil, ja, das waren schon so 70.000 in dem Bereich hier. Wenn nicht sogar mehr, lagert mich da nicht fest, das war er am besten, weil er zwar arbeitet, ich habe nur die Herstellung hier mit hingeballert. Ja, aber das erstmal zum aktuellen Zwischenstand. Ja, dass ihr auch wieder up to date seid. Wie gesagt, ne, jede Menge neues Zeug hinzugekommen. Ist hier, glaube ich, jetzt bei 60 Mods. 55 oder 60 Mods. Wenn ihr noch gute Mods habt, schreibt sie mir auf jeden Fall mal mit in die Kommentare. Ja, dass wir da dementsprechend immer mal wieder was Neues mit hinzupacken können. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Es muss auch nicht immer alles so einfach sein. Also, die hat schon jetzt einen gepfefferten Schwierigkeitsgrad. Die Nummer hier. hat schon einen gepfefferten Schwierigkeitsgrad hier. Das ist aber auch ganz gut so. Na, ich meine, gut, die Beißer hier auf den Inseln, das ist jetzt nur... gut. Das ist jetzt quasi nur um die Inseln rumfahren und wegmachen. Allerdings, wir müssen ja auch noch ins Weltall, ne? Das bleibt ja nicht bei diesen Inseln hier. Da werden wir dann richtig in die Schnauze kriegen. Also da werden sie uns auf jeden Fall über den Haufen rennen, das weiß ich jetzt schon. Dementsprechend so viel vorforschen, wie wir können, bevor wir uns nach oben begeben. Na, ich wäre ja schon froh, wenn wir den ersten Satelliten überhaupt mal nach oben schicken könnten. Da wäre ich ja schon weitestgehend zufrieden mit. Das mit dem Strom nervt mich gerade so ein bisschen. Egal. Um das Stromproblem kümmere ich mich jetzt gleich. Aber ihr seid jetzt erstmal up to date und wisst, was jetzt demnächst auf euch zukommt.
Genau, ich habe hier ein paar mehr zerkleinerer sitzen. Ich habe das so angelegt. Genau, das wollte ich euch noch zeigen. Ich habe das so. Hallo. Fliegen. Ich habe das so angelegt, dass da dann doch so das eine oder andere Stückchen Ressource rauskommen kann. Es scheint aber immer noch zu wenig zu sein. Ich meine, ich kann es zum Glück noch nach links erweitern, weil Istra hier vorne nach links rüber alles schon mal so weit fertig gemacht hat, dass wir das machen können. Ja, der spielt ja immer vor der Arbeit noch ein bisschen und nach der Arbeit noch ein bisschen, so wie ich. Ja, ich sehe ja auch zu, dass ich hier immer noch mal ein bisschen was gemacht bekomme. Ja, und ansonsten sind hier, wie gesagt, alle fleißig. Jeder spielt, wenn er Zeit hat und Lust hat. Und ja, ich bin mal gespannt, wo die Reise noch so hingeht. Ja, wenn ihr das Modpack nachspielen wollt, dann schreibt mir das mal bitte mit in die Kommentare, weil dann setze ich mich hin, mach da was fertig über Google OneDrive oder was auch immer, dass ihr euch das Modpack nur reinballern braucht und loslegen könnt. Ne, dann mache ich euch den Mod-Ordner fertig, den ihr nur reinziehen müsst, der komplett fix und fertig ist und der Let's Fets. Ne, weil ich in den Mods auch noch ein bisschen was eingestellt habe, gerade so die Verbreiterungsnummer, ein paar Bonus-Items und so weiter und so fort, weil man kann hier in den Einstellungen wirklich jede Menge einstellen. Ne? Gibt dann doch ein bisschen mehr, was überarbeitet wurde. Genau. Das erstmal dazu. Ich hoffe, ich konnte euch so ein kleines bisschen mitnehmen und auf den neuesten Stand bringen. Weil das andere jetzt aufzuholen, das wäre zu schwierig. Wie sollen wir das machen? Ne? Da ihr jetzt wirklich 24/7 aufnehmen und dann passiert nichts, das ist für euch langweilig, das ist für uns langweilig. Muss nicht sein. In dem Sinne, ihr Lieben, würde ich sagen, wie immer, vielen lieben Dank fürs Zusehen und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge Factorio. Bis dahin, haut rein, macht's gut und tschüss!